Okay, also Mr. Krank ist hier. Bin schon besser tatsächlich. Ich wollte irgendwas mit Oh Gott, Tainted Isaac machen. Ich muss aber ganz kurz gucken, was das war. Bis gleich. Okay, Doki, wir machen Dingensbumsens, The Lamb, glaube ich, und versuchen Delirium hinzukriegen. Ja, also das ist so mein Plan. Vielleicht nehmen wir auch unterwegs Mother mit. Mal gucken. Mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, aber das Gimmick von Tainted Isaac ist es, dass er nur 8 Items mitnehmen kann. Mit Birthright 10. Ich weiß aber nicht, ob das Birthright zu den Items mitzählt. Oder ob das quasi seinen eigenen Slot hat, wie der Schlüssel und der Rest. Oh, und das hier. Der hat im Switchen. Das sollte aber offensichtlich sein. Vielleicht wird doch der Sacrifice Room auf der Ebene was für uns. Mal gucken. Bin aber ganz ehrlich, so wie es aussieht, bin ich dumm. Oder ziemlich uneingespielt. Denn ich mache grobe Fehler. Und zwar eine Menge. Wenn ich habe gerade. Huch. Ja, nee. Ich habe gerade. Zwei Soul Hearts auf der ersten Ebene mitgenommen. Absolut nicht das Intelligenteste, was ich hätte tun können. Und ich glaube, meine Stimme crackt schon wieder richtig hart. Naja. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich habe so auf die Zunge runtergezogen. Jedenfalls. Ich bitte es zu entschuldigen. Bin krank und es ist eine Instinktivsache. Ich muss aber sagen, mir geht schon deutlich besser als wo ich den Post gemacht habe. Was erstaunlich ist, weil das war vorgestern. Und ich fühle mich wie ein komplett neuer Mensch vergleichsweise. Also, das ging erstaunlich schnell. Ich hoffe auf ein Damage-Up. Lieber Ragman. Bitte geben Sie mir mein Damage-Up. Das habe ich mir verdient auf der Ebene. 3 Soul Hearts, bisher damageless. Und sieht auch nicht so aus, als würde ich demnächst irgendwann Damage nehmen. Ich muss sagen, ich schlage mich meiner Meinung nach ganz gut gerade. Ich habe mich sehr gut geschlagen. Nein! Na egal. Ja, ich will die Bibel mitnehmen. Nehmen wir die Bibel mit. Denn dann können wir dumme Dinge machen. Fangen wir an. Nummer 1. Nehmen wir fix erstmal die Herzen mit. Das reicht. Und dann. Fuck. Ich habe rein gar nichts gemacht, außer meine Zeit und mein Geld verschwendet. Wie schön. So, dann doch versuchen wollen, Mother mitzunehmen. Nächste Ebene. Ich merke, dass ich gerade auf Discord vollgespammt werde. Ich weiß auch von wem. Aber es ist 0:16 und ich will heute noch ins Bett. Nee. Die Items sind alle irgendwie nicht so. Tortenfoto, sehr gut.
Das war ein angenehmer Raum. Wartet mal, wer ungern Jacobs Ladder verlieren würde. Ratet mir, wenn mal wieder ein Funfact zu Jacobs Ladder raushauen will, den er jedes Mal raushaut. Nämlich, Jacobs Ladder war ursprünglich Stairway to Heaven. Also in Anti-Bird, der quasi Ursprung von Repentance. Aber weil der Name jetzt in Afterbirth Plus, glaube ich, schon an Dingensbumses vergeben war. Ja, ich glaube, ihr versteht, wie das weitergeht, oder? Ja, jedenfalls. Das lief gut. Jedenfalls. Namen vergeben, also musste schnell ein anderer her. So ist der Way to Heaven. Ja, und natürlich geht's da weiter, wo ich nicht langkomme. Oh oh. Will ich hier ran? Nein, ich will hier ran. So, zeig her. Da sind Bomben. Mit den Bomben kann ich das hier machen. Kann ich das hier machen? Das hier machen? Das hier machen? Schätze ich. Tja, kein Deal für uns. Nehmen wir das Soul Heart aus dem Shop mit, um besser bewaffnet zu sein gegen den Boss. Dass wir den Deal, die Deal-Chance mitnehmen können. Das war gruselig. Das war ungesund und nichts weiter als dumm. Bleib weg, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib weg. Geh doch nicht. Junger Mann. Kannst du doch nicht machen. Ich wünschte, ich könnt die Bibel verwenden, ne? Jo, ich wünsche, aua. Verdammt. Was ist beides Schwachsinn? Naja, aber eher das als das andere, ne? Nimmt mir da. Huch. Nimmt mir das, Dings hart ab. Nee, tatsächlich nicht. Lucky Penny. Sehr schön. Dann haben wir hier noch ein Herz. Können hier Traumfänger mitnehmen. Kann nur weiter, schätze ich. Ja. So, dann werde ich euch mal daran erinnern, was zu trinken und dann die Aufnahme kurz pausieren, um selbst was zu trinken und einmal schön kräftig zu husten. Da war Ludo. Ah, getrunken, kräftig ausgehustet. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass ich die Ebene überlebe, ohne dass meine Deal-Chance drauf geht. So, und im schlimmsten Fall, oh nein, haben wir denn sowieso das Messer, wenn wir zu, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, The Lamb gehen. Umbilical Card. Ja, ist ein Trinket. Klar.
Anarchisten Kochbuch Loki Sorn. Funktioniert das? Nee, schade. Naja, kein vernünftiges Item auf der Ebene. Es sei denn, wir finden das Soul of Isaac. Ich glaube, ich bin schon wieder zu leise. Ratet mal, wer 100 Pro zu leise ist. Ich meine, wenn ich jetzt lauter spreche, dann wacht der Junge nebenan auf. Das ist nicht ge. Das ist sehr gut. Flats plus 1 auf dem. Damage Multiplier. Nicht Damage Multiplier. Auf meinen Tierstat. Wer würde das denn ablehnen wollen? Also ich nicht. Ich liebe mein Tierstat. Vorher den nervigsten Boss haben wir auf der letzten Ebene bekämpft. Oh oh. Oh oh. Ungesund. Das ist eine sehr ungesunde Lage, in der ich mich befinde. Und das war eine sehr knappe Situation. Und da ist mein Deal weg. Echt geil, muss ich schon sagen. Mr. Dolly oder Meat? Gib mir Mr. Dolly. Sind halt die Soul Hearts, ne? Ich hätte die liegen lassen sollen. Ja, echt nicht schön. Machen wir einfach die Fehler weiter. AP ab, Lockdown. Moment. Jetzt sind wir bei 250. Chill, musst du sein. Boah. Entschuldigung. Jetzt können wir kostenlos hier rein. Und wir nehmen sowas von die Kerze mit. Danach legen wir ab die Bandage. Sehr schön. Raum 1A gemeistert. Dann werden wir wieder zum Verlorenen. Und gehen hier rein. Nee. Juckt. Meine Schulter juckt. Und zwar ganz gerne. Die können wir ganz vorsichtig mitnehmen. Falsche Richtung. So. Klar. Oh, was soll das denn? Das war. Das. Oh. Das ist so fucking bescheuert. Wäre ja schon schlimm genug, wenn. Wenn da eine Goldkiste aus der Dingskiste rauskommt. Aber wenn da noch eine Goldkiste rauskommt, ne? Ich weiß nicht, ob das Lotto oder Durchfall-Lotto war. An dem Punkt. Ah. Na dann, na wenigstens. Naja. Wow. Einfach nur wow. Hätte echt nicht besser laufen können. Naja. Boss. Okay, vielleicht hätte ich doch Meat mitnehmen sollen. Sehr schön. Deutlich weniger gefährlich. Aber nicht gesünder. So. Besiegt. Sehr gut.
Und jetzt nehmen wir die Marbles mit. Verdammt. Moment, 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 Moment. Das machen wir schon. Das machen wir schon. Braucht nur einen Moment. Ich wünschte, ich hätte eine Dingensbumses-Maschine. Ich will nur den Kern zerschlucken. Komm schon, ich will doch nur Kern zerschlucken. Was soll denn das? Komm schon. Spielst doof. Judgment. Klar. Ist das denn für ein Schwachsinn? Ne, egal. Ist egal. Ich weiß, ich habe den Run gerade essentiell getötet. Alles gut. Eine Something's Wrong Pille. Geht ja auch mal. Gruselig. Müssen wir noch die Pika Run Challenge machen? Fällt mir auf. Ah ne, erstmal Delirium mit Tainted Isaac. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ah. Wenn man nicht einfach mal nur eine Fliege sein kann. Und? Ich wusste gar nicht, dass wir hier die Power Rangers haben. War ich überhaupt laut genug, dass man das verstehen kann? Ich weiß es nicht, aber es war ein Joke über die Power Rangers, also muss das sowieso nicht jeder verstehen. ich meine, laut OBS bin ich laut genug. Na, da sage ich doch nicht nein. Tiny Planet oder ein Dollar? Ich glaube, da greife ich mal ganz eben zu. The Moon. Als nächstes lasse ich liebend gerne dich hier. Also wirklich liebend gerne. Da können wir noch ein bisschen was einzahlen. Oder auch nicht. Und dann, liebe Leute, gehen wir ganz erstmal in den Sacrifice Room. Und vom Sacrifice Room aus gehen wir in den Red Secret Room. Und dann mal gucken. Dann mal schauen. Eh was. Wir müssen noch mal hier rein. Nein, nehmen wir das mit. Ich glaube, das macht die Stadt im Traumfänger auch recht gut. Oh mein Gott. Das war hochgradig beängstigend.
Temperance und Devil, okay. Wusstet ihr, Schnupfen ist echt nicht schön. Übrigens, jetzt wo wir zwei Bomben haben, können wir auch mal gucken. Natürlich ist er hier. Wo soll er denn auch sonst sein? Wo denn auch sonst? Können ja nur interessant werden, ne? So, zeig her. Was hat der Crawlspace für mich? Einmal herzeigen, bitte. Dogtooth. Damit Job. Marbles hat mir im Endeffekt jetzt nichts gebracht, aber ich traue dem jetzt mal einfach mal nicht hinterher, ne? Aber ich hätte jetzt sehr gerne eine Aufladung für meine Bibel. Ich möchte gerne lesen, was für Abenteuer der gewisse, dieser nette Herrgott für mich hinterlassen hat. Das könnte gut sein. Ja, das könnte nicht gut sein, das ist gut. Was ist ich denn dafür hier? Oh, Marmsuik muss dran glauben. Tut mir leid. Aber die Umbilical, nicht Umbilical Cord, das ist wieder was anderes. Aber du musst dran glauben. Komm schon. Mir leid, liebe Black Kernel, glaube ich. Aber die Screw ist. Ach komm schon. Binky ist besser. Der Binky ist B wie besser. Boah, echt das Birthright. Ich bin da mal einfach mal so frech und bin ehrlich. Echt nicht gut. Ich kann Tainted Isaac nicht leiden, wisst ihr das? Sei nicht, dass es ein schlechter Charakter ist, sondern einfach nur. Ich mag das. Ich will nicht sagen, ich mag das Konzept nicht, aber. Es ist schon. Oh, natürlich. Es ist schon ziemlich fies. Wisst ihr? Man hat so viele gute Möglichkeiten, Items zu kriegen. Man kriegt die Items halt nicht, weil. Warum? Es ist. Okay, das war's mit The Beast. Du brauchst die doch nicht, die Items. Das könnte ja nur ein cooler Run sein oder so. So. Dann lass mich einmal kostenlos hier rein. Und wieder raus. Aber fürs Rausgehen musste ich bezahlen. Wenigstens das. Da werden wir auch nochmal mit der Bibel ran. Ich überlege vielleicht mit dem Control Stick zu arbeiten. Für diese. Scheiß drauf. Nimm es einfach mit und gut ist. So, ich hätte gerne den Shop mit zwei Items und dann hätte ich da gerne noch den, wie heißt er? Restock. Das wäre löblich. Experimental Pill nehme ich gerne mit. Range Up, Luck Down. Daumen. Okay. Range ak ak ab, Lackdaumen.
Merkt euch das, liebe Kinder. Das wird wichtig in der nächsten Arbeit. Temperance. Damit starten. Nicht das Beste, was hätte passieren können. Aber so echt nicht. Es ist zumindest nichts Schlechtes. Nein. Nein, nein. Nein, danke. Nein, danke. Kein. Ich weiß, der schlechteste Wolf, den ihr jemals gehört habt. Oder Hund? Weiß ich gar nicht. Nee, das heißt Dogstool. Also müsste das eigentlich Hund sein, oder? Mein, wird Sinn machen, schätze ich. Naja, ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall irgendwas in der Richtung. Ein Tier auf vier Pfoten mit Geräuschen. Sehr beliebt bei Menschen übrigens. Charge Penny. Guten Tag. Sehr schön. Ich hätte gerne Damage ab. Aber ich muss erstmal gucken, wogegen ich das tausche. Mr. Dolly war auch 1,7. Ne, 0,7. Ja. Eigentlich will ich gar nichts davon loswerden. Na, das passt. Bitte, wie meinen? Okay. Dann halt Gott hört. Ich möchte aber ungern die Decke hier lassen. Und deshalb lasse ich Eye of the Occult statt der Decke hier. Ist zwar ein Damage Down, aber das ist völlig okay für mich. Wir haben fucking Godhead. Dann können wir auch mal das hier weglegen, um Mr. Dolly wieder mitzunehmen. Weil das macht den Tierstat wieder wichtig, liebe Leute. So, dann nochmal trinken. Meine Flasche ist weg. Und mein Handy ist auch nicht hier, damit ich nachgucken kann, wo die ist. Dann nichts zu trinken für mich. Für mich. Ich kann mein Geld verschwenden. Wäh. Wollte ich nicht. Wobei hier kann auch was Interessantes rauskommen. Dadurch, dass ich Tated Isaac bin. Oh, Blutcake. Bloody Lust. So, dann wollen wir irgendeinen Raum mit einem guten Itempool finden. Sagen wir einfach mal Secret Room vorerst. Na, wo meint, hier ist ein guter Itempool. Contract from below. Danke, aber nein, danke. Oh, ganz bestimmt nicht. Erstmal komplett verschluckt dabei. So, gib mir die Bibel zurück. Nee, ich glaube, ich muss den Fruitcake wieder ablegen. Ich glaube, der ist doch nicht so gut für den Run.
Ja, ich glaube, der ist doch nicht so gut. Ist auf jeden Fall cool, aber echt nicht gut. Wheel of Fortune. Wir sowieso eine Bombe legen, also von daher. Oh mein Gott. Hagalas. Wenn ich einen steinigen Raum finde, werde ich dran denken. Aber erst dann. Hier zum Beispiel nicht. Denn hier sind nur vier Steine. Hier zum Beispiel. Aber hier war leider nichts. Tja, zu schade. Ich glaube, ich weiß, wo ich eine Bombe legen wollte. Naja. Kann ich ja immer noch machen, wie ihr seht. Oh, wir haben noch einen Shop. Wir haben noch einen Shop, liebe Leute. Wusstet ihr, nach Marm kann auch ein Delirium-Portal auftauchen? Das habe ich tatsächlich relativ frisch gelernt. So, jetzt machen, legen wir aber erstmal Fruitcake weg. Bevor es noch irgendwas Wichtiges entfernt. Wenn ihr versteht. Machen wir das. Hey. Zahl aus, ich will den Helfer ab. Gucken wir mal nach. Tja, tut mir leid. Aber das Touch ist zu gut. Ich meine, ich bin der Tod, aber von Gott gesegnet. Irgendwie. Mensch, schaut euch diese fucking Hitbox an. Das ist nur, weil ich den Tod embrace. Und die Hitbox ist halt genau das, was in die. Oh mein Gott! Tut mir leid, aber der Mantel ist mir nicht wichtig genug, um das, um die fucking Bogatiers abzulehnen. Unterwegs gehen wir zu der Lärm. Weiter. So, jetzt werde ich aber mal ganz kurz pausieren. Denn ich würde sehr gerne mal gucken, wo mein Getränk ist. Bis gleich. Konnte mein Wasser gar nicht finden. Problem ist nämlich, ist es leer. Da kann ich natürlich keine volle Flasche finden mehr. Ne? Ich denke, ihr versteht. Oh, hätten wir nicht am Anfang mal eine Equal Power gehabt, ne? Dann könnten wir jetzt im Reichtum unsere Stärke finden. Aber nee. Warum auch? Warum sollten wir auch? Bei Zetas hat es gefunden, wenn das wäre Soul of Isaac oder beziehungsweise dem Effekt von Soul of Isaac war. Nee, keine Ahnung. Lass mich mal da rein. Und noch gleich wieder raus. Weil diesmal den anderen Weg. Hangman brauche ich nicht. Hangman brauche ich nicht. Tschüss, Envy. Tut mir leid, wir müssen es einmal tun. Blag. Yeah. Fürs Internet. Nee, ich bin
Ich bin mit meinen Kabeln verheddert. Nicht gut. Verhedderte Kabel sind nichts gut. Ich nichts mag verhedderte Kabel. Bin durch Suppe gelatscht. Großer Stein. Da müssen wir mit mehr Bomben ran. Definitiv. Bisher hat sie immer und große Dinge wegzusprengen. Bisher hat sich immer gelohnt. Müssen nur ganz unten ankommen. Wann auch immer das ist. Wann auch immer das ist. Aber wir brauchen halt noch Bomben, ne? Das war quasi der Pin-Raum. Und das kann ich respektieren. Aber hey, ein gutes Trinket. Das ich aber momentan echt nicht brauche. Leider keine Bombe. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Backtracking machen. Übrigens, ich habe auch gesehen, was wir freischalten, wenn wir jetzt noch The Lamb auf Isaac draufpacken. Also von den Bossen her. Nämlich ist es Mom's Lock. Ich weiß nicht genau, was das macht, aber ich weiß, dass ich den Effekt auf jeden Fall zumindest interessant fand. Bombe. Ja. Range up. Range up ist gut. Aber eine Bombe würde ich gerne noch mitnehmen. Jedoch ist mir das nicht vergönnt. Wieso auch? Naja. Mal schauen, was der Boss für uns hat. Beziehungsweise der Rest vom großen Stein. Versteht ihr? Der große Stein ist quasi der Retter dieses Runs. Da bin ich mir sicher. Oh hey, Explosivo. Ja. Ich glaube, das war das Intelligenteste, was wir machen konnten. Boah. Plötzlicher Anfall. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber nee. Mit Godhead will man so oder so einen Shot Speeddown. Denn dann kann man mit der Range mehr Schaden machen. Wisst ihr? Gib mir das Herz ab. Und das zeig mir her, welches Trinket. Oh, Junge. Tut mir leid, aber der Inkubus ist mir dann doch ein bisschen lieber. Der ist mir dann doch ein klein wenig lieber als die Angel Deal Chance. Ich meine, wir hätten theoretisch noch Sacred Heart kriegen können, aber. Nee, nee. Godhead reicht. Man muss ja nicht übermütig werden, wisst ihr? Wenn man sich von Gott alles genommen hat, dann holt man sich was von Satan. Natürliche Selektion quasi. Ist quasi natürliche Selektion. Ja, die gehört zum Leben dazu. Jetzt nochmal, wenn man mit Gott fertig ist, einfach bei Satan weitermachen. Der hat ja quasi genug zu teilen, wisst ihr. So, jetzt brauchen wir rote Herzen. Aber ich kann euch quasi versichern, dass wir noch rote Herzen droppen. Auf einem Weg oder dem anderen. Muss nur herausfinden, welchen von beiden Wegen.
Ob auf dem einen oder dem anderen. Aber ist gut möglich. Will nichts ausschließen. Aber ich will auch nichts garantieren, wisst ihr? Das war so dumm. 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 Das war so dumm.